Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Fail Mario Bros. U. Ja. Genau. Da sind wir wieder. Und wir gehen jetzt in P-Schalter Paradies. Oder P-Schalter Paradies. Ja, auch immer die. Hier steht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Was für Geister? Oh, das ist eigentlich voll niedlich, dass er sich die Augen zuhält, aber sobald ich mich umdrehe, guckt er mich ja an und ja, ich komme auch nicht zu. Ich hab dich gesehen. Komm, die Kamera wieder rüber. Und ich komme auch nicht weiter. Ja, das ist einfach dieses Level, dass die Kamera ständig da so hin und her wechselt. Kann ich dich besiegen? Nein, kannst du nicht. Schade. Keine Stimme. Wenn du jetzt den Schalter drückst, dann wird die Münzen springen drüber. Oh, ich dachte, ich kann... Noch schneller, schnell. Links, durch die gelben Münzen. Ganz schnell. Ja, bitte. Weil das Ding ist, wenn du jetzt nämlich wieder rüber guckst, steht da wieder eine Wand. Ah. Genau, ich meine, wir können auch anders durch. Das wäre aber ein bisschen cheesy. Nee, ich mach dann gleich den Schalter nochmal. Wie komme ich denn da unten zu dieser großen Münzenfragezeichen? Wahrscheinlich kannst du da irgendwie in der Mitte durch das Ding laufen hier. Dass du da von einer Seite durchlaufen kannst. Oh, ich kann durch die Tür gar nicht, war nur ein Fake. Okay. Jetzt lauf mal durch die Mitte einfach durch. Nein, jetzt bist du spät. Weil sonst wärst du an die Münze in der Mitte dran gekommen. Ich wollte doch gar nicht schon durch die Tür gehen. Warum machst du es denn? Ich wollte es doch nicht. Und hier ist eine Kerze. Wir nennen es nur Rennen. Ich geh mal durch die obere Tür, wenn das geht. Der Geist hat Angst, der zittert. Der sollte auch Angst vor dir haben. Du bist gemeingefährlich, du bist ein Vampir, hallo? Vampire sind cooler als Geister. Links ist, glaube ich, wieder was versteckt in der Wand. Ah, die Kamera geht ein bisschen rüber. Die Kamera geht runter. Hier den Schalter kann ich nicht gut. Ich muss das nicht testen. Geh mal links an. Ich glaube, links kommst du irgendwo durch Wände durch, aber ich. Oh, das ist cool. Aber nicht mehr. Oh nein, ich muss! Oh. Okay. Yep. Kann auch sein, dass du auch noch anders da in die Tür kommst. Das war ja nicht. Weil bei Geisterhäusern. Das war ja gerade geil, wie der Geist mir die Zunge rausgestreckt hat. Ja. Aber bei Geisterhäusern gibt es halt auch Fake-Wände. Da kannst du durchlaufen, wo da eigentlich eine Wand ist. Oder mit diesem P-Schalter kannst du vielleicht da aus Blöcken, die vielleicht da hier in der Wand stecken, Münzen machen, wo du das dann durchlaufen kannst. Und diese Münzen zeigen dir den Weg so ein bisschen. Ja, wenn ich da drauf gekommen wäre, ne? Welche Tür war es eben? Die obere oder die untere? Oh. Untere. Öffne schnell durch. Deswegen scheiß auf die obere Tür. Wo bin ich denn? Okay, ich bin. Hast du eben eine andere Tür? Ja, scheiß. Oh. Wollte ich gar nicht. Ich würde nicht zu viel kaputt machen in der Film. Die werden alle zu Münzen. Wenn du den P-Schalter umlegst, werden diese Blöcke zu Münzen. Raum, wo du Münzen sammeln kannst. Oben war richtig. Okay. Vielleicht ist da natürlich noch was anderes, aber. Nö, ich glaube nicht, scheiß drauf. Wenn, da hast du nicht überprüft. Ja, selbst wenn, scheiß drauf. Das war knapp. Ja! Mario spielt dir zu. Ja. Der macht eh nichts, solange ich ihn angucke. Kannst du ihn in Ruhe lassen. Guck mal, der ist ja... Jetzt ihn zu Tode. Ich glaub's auch. Hallo, Gaze.
Oh, der weint geradezu. Ja, er schwitzt. Nee, fressen. Und so ist das. Alter! Was ist vor? Du musst doch eh nichts rüber. Ah, scheiße. Ja, komm, scheiß drauf. Oh, du mal. Kann ich nicht, warte. Wo bin ich? Ah! Ich hasse dieses Level. Du musst einfach nur ganz schnell durch die Tür. Ich will das Level überspringen, ich hasse es. Dass ich auch mal wieder von vorne anfangen muss, das ist zum Kotzen. Das sind Geisterlevel. Ich hasse Geisterlevel. Je nachdem kannst du auch, wenn du eine Spielschalter gedrückt hast, einfach durch die Wand laufen. Ich glaube, dann kannst du nämlich die Münze holen. Ich glaube, das ist ziemlich sicher. Oh. Weil wie willst du sonst an diese Münze kommen? Egal. Sofort als erstes nach oben geht. Hey. Ja, vielleicht okay, vielleicht kommt man da dann schon trotzdem rüber. Rein. Ja, komm, genau, geht mal wieder ein bisschen weg. Mann, das ist doch scheiße. Ah! Wieso war das auf einmal weg? Weil die Zeit abgelaufen ist. Münzen werden zu Blöcken, Blöcke werden zu Münzen. Nein, der Fahrstuhl, auf dem ich stand, der war weg. Das waren Münzen eigentlich. Wenn du den Schalter drückst, werden diese Münzen zu Blöcken. Oh, ich krieg die Krise. Ich will nie mehr. Nein. Ach Mann, jetzt kann ich. Wer sieht dich schon lecker an? Ich krieg die Kratze. Hallo, kannst du mal. Ah, Bildschirm, Kamera. Kannst du nicht mal Bildschirm? Halt. Ich bin halt aggressiv gerade. Achtung. Also wenn du das nicht weißt, dann kann ich doch nicht machen. Also Leute, ich glaube bei diesem Level werde ich abgeben. Ich habe langsam jetzt schon keinen Nerv mehr. Es geht mir sowas von auf den Sack. Ey, ich will da rein. Das hat nicht reagiert. Oh Mann, oh. Okay, dann liegt man hier gleich Level nach oben. Geht doch. Das ist aber auch scheiße, ich kann da nicht so in diesen kleinen engen Raum rein. Okay. Ich meine, du könntest auch mal links die Wand absuchen, ob da ein Geheimgang ist. Also, glaube ich nicht. Das wäre zu nett. Das glaubst du nicht, aber das passiert. Das wäre zu nett. Das ist eher das Gegenteil. Es ist nicht zu nett, es ist zu arschig, theoretisch. Aber das genau sowas machen Geisterlevel schon mal gerne. Zusätzlich haben Geisterlevel auch gerne meinen zweiten Ausgang. So geht's auch. Jetzt einfach abholen. Ja. Das ist Zeit. Alles ganz viel Minuten. Fertig. Ja! Also, ja! Wo ist das? Ich bin weitergekommen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dann bitte ein Checkpoint! Dann muss ich nur beschweren. Ist echt so. Oh, die Münzen laufen heute weg. Ah, ich ahne was. Ich glaube, das geht zum Ziel. Das geht zum Ziel. Und kurz vorm Ziel bleiben die Münzen wahrscheinlich stehen, wenn du den D-Block gedrückt hast, sind das Blöcke. Ich geh noch. Vielleicht war das mit dem Schalter nur, um die große Münze da oben zu bekommen. Ja, wahrscheinlich. Nein! Nein! Aber unten ist offen. Oh, danke. Danke. Tausend Dank. Abkürzung.
Ah, okay, ich darf den Schalter nicht ignorieren. Nehme ich nicht. Hä? Das sieht echt so aus, als wäre das. Och, Manu! Geh mal durch die Wand rechts, ist da vielleicht irgendwas versteckt. Nö. Okay, da nicht, vielleicht die Wand links. Sonst gibt mir Blöcke, damit ich die großen Münzen holen kann. Also mache ich die Wand ab. Okay, geh mal am Anfang, vielleicht ist links die Wand ja auch irgendwas versteckt. Alles okay. Guck mal den Schalter auf dem Punkt. Und wie du das ja auch schon mal gesehen hast, ist auch schon mal gerne was mit diesen Teilen versteckt, mit den Münzen. Lauf mal weiter gegen die Wand. Okay. Muss ja anscheinend hier durch. Ich verstehe es nur nicht. Ich verstehe es auch gerade nicht. Ich weiß halt nicht, wo hier der Weg ist. Vielleicht muss ich einfach nochmal. Geh mal links. Ah, das geht nicht. Geh mal links. Gegen die Wand. Das geht nicht, da ist nichts. Hm. Ja, nur hier aus. Ja, eben. Wenn ich zurückfalle, was passiert dann? Nichts. Ja, vielleicht ist in der Wand was. Aua! Wenn in der Wand jetzt solche Blöcke sind. Weil sowas kann je nach dem Aufbau kommen, glaube ich. Nein, bitte nicht. Oder kannst oben durch die Decke durch. Das kann natürlich. Oh, wie arschig. Okay, machen wir es nochmal. Oh, ist aber auch arschig, Mann. Geisterhäuser. Ich hasse Geisterhäuser. Ich mag nur Kasper. Musst du schon ein bisschen beeilen. Nee, hey, da ist nichts oben. Die beiden. Ja. Hä? What was that? Ich hab da hingeknickt. So, dann geh ich nochmal einfach auf die andere Seite. Vielleicht ist ja jetzt diese Tür da begehbar. Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Oder rechts ist irgendwas in der Wand. Unten aber. Das wäre mega artig, das könnte auch passen. Glaube ich gar nicht mal. Wo soll man sonst lang? Weiß es nicht. Aua. Immerhin. Hier ist ja auch nur das. Hier ist nichts. Wo muss ich denn lang? Wo muss ich denn lang? Vielleicht geh mal unten wieder hin, aber nicht durch die Tür, geh mal weiter links. Ich denke, ich sollte weiter links. Nee. Oh. Oh. Okay, Leute, ich gebe jetzt gerade in diesem Moment offiziell ab. Den Löffel. Aber das mache ich erst eigentlich im nächsten Part, denn die Zeit ist eigentlich lang genug. Im nächsten Part quälen wir uns nochmal mit diesem scheiß Level ab. Versuchen den Ausgang zu finden. Echt, ey. Obwohl, wisst ihr was, Leute? Wir machen es einfach so. Ich nehme erst dann wieder auf, wenn wir den Ausgang gefunden haben. Ich glaube, das ist dann besser und interessanter für euch, weil das muss man sich ja wirklich nicht tausendmal hier antun. Und, was? Vielleicht ist es auch für die Leute interessant zu sehen, wie wir uns da abtackern.
Nee, ich glaube nicht. Also zu oft die Scheiße zu sehen, das ist, glaube ich, für niemanden interessant. Ja, das kann man. Deswegen, wir gucken uns das jetzt nochmal einfach an. Mal gucken, wo die Lösung ist. Sonst, ja, werden wir schon hinkriegen. Ich hoffe, es hat dir trotzdem irgendwie gefallen, wie ich hier verzweifelt bin und genust habe. Und ja, ist es halt ein Let's Play. Was erwartet man da auch groß von mir? Da kann man nicht so viel erwarten. Naja, bis. Ja, so viel dazu. Hör auf rumzuspacken mit Mario. Nein, was machst du? Ups. Das warst du. Mach du das jetzt hier. Das kannst du gerne jetzt machen. Das würde ich glauben. Hm. Schwimmen. Du musst schon auf sie draufstellen, das ist klar. Ja, los, hast du noch 7 Sekunden Zeit? 5, 4, 3, 2, 1. Anfang! Also, lass die Scheiße doch mal. Nein! So, jetzt halt Mario gefälligst die Füße still. Halt die Füße still! Halt die Füße still! Meine Fresse! Also, das hat Lampi offiziell das Gamepad wieder übernommen. Ja, ich hab's dir aus der Hand gerissen. Weil das kann ja nicht eingehen, dass ich mit Mario so eine Scheiße mache. Kann ich mal nicht mal den Part vernünftig beenden, weil er dann Scheiß macht und den Pinguin hinein rennt. Okay, sollte der Part doch noch ein Highlight? Ja. Also, wenn ihr noch mehr Highlights geben wollt, bleibt dran. Genau, schaltet wieder ein. Und ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Bis dann. Das Gamepad wieder her. Als Maul.